Die häufigsten Unfälle in unserer Region sind Freizeitunfälle, sprich Fahrradunfälle, Downhillfahrer und auch Motorradunfälle. Bei den Fahrradfahrern handelt es sich um Verletzungen der oberen Extremitäten, sprich der Arme und hin und wieder auch des Kopfes. Und bei den Motorradfahrern sind das gelegentlich hohe Sandstraumen, die dann andere Verletzungsmuster nach sich ziehen. Unsere Klinik ist auch ausgestattet, um elektive, sprich Wahleingriffe durchzuführen an der Schulter, am Hüftgelenk und am Kniegelenk. Das heißt Arthroskopien und befundbezogene Therapien oder auch Endoprothetik. Ältere Patienten kommen zu uns nach Stürzen. Die Bevölkerung wird auch älter, insbesondere auch im Harz. Häufiges Verletzungsmuster sind Schenkelhalsbrüche, die wir dann prothetisch versorgen, aber auch Handgelenksbrüche. Und das Alter spielt insofern keine Rolle. Auch behandeln wir Patienten jenseits von 90 oder wie letztens derjenige war, 104 Jahre alt.